Ist wahrscheinlich praktischer, wenn ich dann irgendwie auch. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch Äther sonst noch falls, aber ach, erstmal gehe ich hier weiter so ab. Okay. Stopp. Hilfe. Gott, bitte reiß nicht. Ich hab Angst. Hilfe. Nein. Okay. So, jetzt bin ich auf jeden Fall mal irgendwo. Hallo? Nicht, danke. Ranspringen? Achso, das ist immer dieses. Okay. Wow, das war eng, glaube ich. Da ist eine Truhe, okay. Der 28., der 29. und der 30. Welpe sind nach Hause gelaufen. Wobei mich schon, das schon wieder daran erinnert, dass ich ja eigentlich. Okay, da kann ich anscheinend nicht ran. Sekunde, kann ich hier. Bin mir nicht sicher, ob es eine gute Idee wäre, hier runter zu springen. Ich glaube, ich lasse es erstmal lieber. Das zu dem Thema. wie komme ich jetzt wieder aus dem Wasser raus? Hallo, Sora. Bitte aus dem Wasser. Ja, ich sehe schon, stimmt, ist ganz toll, aber trotzdem, danke. Oh, diese Kamera macht mich fuchsig, ernsthaft. Da hier unten ist auch noch eine Schatztruhe. Mega Potion. So, da komme ich aber so schlecht hin. Kann ich da vielleicht irgendwie lang balancieren? Ist das ein Nilpferd? Ist, aber es tut nichts irgendwie. Es ignoriert mich, böses Nilpferd. Obwohl es wäre schlimmer, wenn es mich angreifen würde. Ja. Eindeutig. Ich habe eine Idee, vielleicht kann ich auf den Rücken des Nilpferds springen. Oder von da aus irgendwie zu der Schatztruhe. Ah, so geht das also. Okay. Der 25., 26. und der 27. Welpe sind nach Hause gelaufen. Sehr schön. Da unten ist ja noch eins. Ich meine eher da hinten. Aber okay. Hier waren wir ja jetzt, glaube ich, schon. Obwohl, hier kommen wir noch hoch. Ne? Da waren wir noch nicht hochgesprungen. Seht mal, da ist auch noch. Das ist nur die Frage. Ja. Wenn ich halt ein bisschen mehr klarkommen würde. Jetzt frage ich mich gerade. Da oben ist eine Schatztruhe. Wie komme ich da am besten hin? Ich versuche nochmal von hier dahin zu kommen, ob ich vielleicht über diese Teile da hochspringen kann. Ja, knapp, aber knapp gerade so nicht. Okay, ich schwimme jetzt mal genau über das Viech und hoffe jetzt einfach mal, dass es mich damit hochdrückt. Ah, sieh mal an. Das scheint zu gehen, prinzipiell. Aber es bringt mir nicht so viel. Ja, und ich hänge wieder fest. Tarzan. Es wäre, glaube ich, angenehmer, wenn die Charaktere einem hier nicht die ganze Zeit folgen würden. Dann könnten sie auch weniger im Weg stehen. Ja. Jetzt ist trotzdem immer noch die Frage, wie ich da am besten rankomme. Wenn es darüber offensichtlich nicht geht, dann geht es vielleicht hier. Wenn ich jetzt hier so hoch. Hoch.
weiß nicht. Kann man das Ding als Trampolin benutzen? Meint ihr, das geht? Ich weiß, ich halte mich immer Ewigkeiten an einzelnen Stellen auf, aber... oh, ich habe jetzt endlich rausgefunden, wie man schnell schwimmen kann. Das ist schon mal praktisch. Und man sollte natürlich auch auf die richtige Seite gehen. Ich hab's gleich. Gleich weiß ich bestimmt, wie ich zu der Schatztruhe komme. Ja. Toll! Ja, ich weiß, ich halte mich an solchen Stellen trotzdem Ewigkeiten auf. Aber ich will jetzt wissen, was da drin ist. Vor allen Dingen, wenn da Welpen drin sind, dann will ich die erst recht haben. Verständlicherweise. Ne? So. Ah, das... Vielleicht klappt das so auch. Vielleicht so ganz knapp. Oh, das nervt mich so, dass man nicht an so einer kleinen Erhebung, dass Sora da nicht hochkommt. Das ist doch peinlich. Ich meine, das bedeutet, man schmeißt ihn praktisch in den Pool und er kommt die Kante nicht wieder hoch. Oder wie soll das heißen? Was soll das heißen? Ich habe gleich keinen Bock mehr auf diese scheiß Schatztruhe. Ich versuche es jetzt noch einmal. Und dann gehe ich weiter. Punkt. Fickt euch. Ich gehe weiter. Kein Bock darauf. Okay, da komme ich nicht hoch. Was soll's? Ah, Leute. Danke. Wo geht's denn da lang? Geht's hier wieder? Oder so? Da kann man sich ja... Ja, das dachte ich mir schon. Da komme ich wahrscheinlich dann wieder da oben raus, ne? Aber geht's denn hier weiter? Zeltlager. Okay, gehen wir erstmal zum Zeltlager. Oh, hier sieht's doch ziemlich nach menschlichem Leben aus. Untersuchen. Ein Kochtopf. Jetzt fehlen nur noch die Kochrezepte. Okay. Dia 3. Dia? Warte mal. So ein Dia im Sinne von so Fotodia? Gehört eigentlich Jane. Vielleicht kann man sich dann besser mit Tarzan verständigen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es auf jeden Fall nicht benutzen. Das kann ich mir nicht ansehen. Das kann ich zerstören. Yay! Zerstören ist gut. Untersuchen. Experimentierinstrumente. Hier gibt es sicher irgendwo eine Anleitung. Okay, anscheinend brauchen wir eine Anleitung. Wir brauchen eine Menge Kram. Und da ist irgendwo auf... Hier ist wieder so ein Triotech-Symbol. Aber dafür brauchen wir halt wieder Donald und Goofy. Und die sind ja gerade leider out of order. Anleitung 2. Zur Herstellung von Äther. Zutaten hinzugeben und kühlen. Okay, da oben ist noch was. Okay. Dia 6. Oh, warte mal, da oben war noch ein Dia. Das könnte mir dann vielleicht tatsächlich helfen. Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Auf jeden Fall gibt es davon eine ganze Menge. Da hinten ist auch noch eins. Schön. Dia 5. Ah, Mann. Ich wollte hier jetzt eigentlich nicht runterfallen. Oh, warte, da ist noch eins. Ah. Dia 2. Jetzt fehlt, glaube ich, noch Dia 4, oder? Es sei denn, es gibt auch Dia 7 und 8 und... Hast du nicht gesehen? Okay, was ist das? Anleitung 3. Zusatzexperiment zur Herstellung mehrerer Items. Das wird klein, wenn ich dagegen haue. Okay. Aha, ich kann in das Zelt rein. Das ist ja cool. So. Szene. Ich glaube, das ist eine Szene. Oh ja. Jane. Tarzan. Oh, hui, und Jane. Wer ist das? Hallo. Ich bin... Oh, du sprichst meine Sprache. Dann bist du offensichtlich nicht mit Tarzan verwandt. Bist du hier, um die Gorillas zu erforschen? Das bezweifle ich. Oh, weh. Sora! Goofy! Donald! Das ist so ein Thema... Wie im Zirkus. Kindergarten. Für die Gorilla-Jagd eher unbrauchbar. Mr. Clayton! Wir studieren sie, wir jagen sie nicht. Wir forschen.
Tja, je mehr, desto lustiger. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Tja, also ich bleibe. Hä? Sora, guck mal, was wir gefunden haben. Sieh dir das an. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Was ist das? Ein Gummistein, dasselbe Zeug, aus dem unser Schiff ist. Das bedeutet also, der König könnte hier sein. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Gott, Donald und Zora, ihr seid solche Zicken. Schön, du kannst mit mir mitkommen. Zumindest vorübergehend. Solche Zicken? Protesgummi erhalten. Oh. Okay. Ich weiß nicht, kann ich 4 Leute im Team haben? Hoffe ich doch mal. Nee, ich kann nur 2. Aber das ist jetzt so, sowieso ist mir das lieber wegen den Trio-Techniken. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die auch mit Tarzan ausführen könnte. Müsste ich dann wahrscheinlich irgendwie mal ausprobieren. Ich versuche gerade die Kamera zu drehen, aber das scheint nicht möglich zu sein. Irgendwas hat hier doch gerade geleuchtet, als ob... Ach, guck mal, das ist dieses Dia-Gerät, okay? Sprech mal mit mir. Tarzan wurde anscheinend im Dschungel von den Gorillas aufgezogen. Mit ihm zu sprechen ist noch immer nicht leicht, aber er macht Fortschritte. Er hat vorhin also in der Gorillasprache gesprochen. Richtig, du suchst also jemanden? Ja, er sagte, Rico und Kairi seien hier. Aber ein Wort konnte ich nicht verstehen. Hm, vielleicht hilft uns der Projektor weiter. Wir zeigen Tarzan einige Dias. Vielleicht trifft eins davon dieses Wort. Oh, wo sind denn die Dias alle hin? Ja, Dias suchen, ich sag's ja. Wenigstens haben wir schon mal ein paar. Irgendwo... Ach ja, hier kann ich jetzt untersuchen. Okay. Ausblenden. Punkt, Punkt, Punkt. Was hast du denn, Zora? Was? Ach, gar nichts. Dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das nicht das Schloss? Aber wieso? Ich habe meine Insel nie verlassen. Okay. Wahnsinnige interessante Dias. Ich speichere mal kurz. Ich will auch gar nicht mehr so lange machen, glaube ich. Irgendwie sind meine Aufnahmesessions letzte Zeit immer so kurz. Oh, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass ich heute Nacht ein bisschen wenig geschlafen habe. Aber ich will jetzt erstmal noch gucken, ob ich die Dias nicht doch noch zusammenkriege. Irgendwo müssen die leer sein, die ganzen Dias. Ich wundere, kann ich das vielleicht... Das bringt mir sowieso nichts, weil da nichts drauf liegt. Ja. Das ist... Kochrezept 1. Ofen anmachen, nicht die Finger verbrennen. Wundervoll. Okay, das ist dasselbe. Das ist die Lampe, die anvisiert war. Das habe ich gerade nicht so richtig wahrgenommen. Ich heiße Clayton. Ich bin ein Jäger, kein Forscher. Herzlichen Glückwunsch, Clayton. Ach, seht mal, da ist noch ein Dia. Dia 4. Ich frag mich, ob das jetzt alle waren. Hier war irgendwo noch so ein genau, Trio-Symbol. Dann machen wir das mal kurz. Yay, eine Schatztruhe. Okay, da ist was drin. Der 34., 35. und der 36. Welpe sind nach Hause gelaufen. Ja, sehr schön. Kann ich hier jetzt eigentlich was kochen? Ich weiß nicht. Kochrezept 2 fehlt, okay. Also, ich muss im Grunde alle Rezepte dort so finden. Richtig. Und hier war... Genau, hier war so eine Anleitung. Und was steht hier jetzt, wenn ich das hier so anspreche im Grunde? Oder untersuche eher? Ohne Anleitung 1 lässt sich das Experiment nicht durchführen, okay. Das heißt, im Grunde fehlen mir noch ein paar Anleitungen, richtig? Gut, Sekunde. Irgendwo war hier doch gerade... Irgendwas hat hier doch gerade... Hä? Ich sehe nicht, was hier leuchtet. Das
greife ich gerade nicht. Sekunde. Jetzt sehe ich irgendwas. Kochrezept 2. Potion in den Topf geben. Das ist der Stab, der da irgendwie leuchtet. Also der da gerade irgendwas gemacht hat. Okay. Und wenn ich jetzt hier was sage, was macht der da? Kochrezepte, Potion zugetan, jetzt den Ofen anmachen. Feuer entfachen. Wie mache ich den Ofen an? Achso, wartet mal, vielleicht. Ich weiß nicht. Ah! Im Ofen brutzelt das Feuer. Brutzel, Brodel, fertig, Heat-Potion erhalten. Cool. Kann ich das jetzt immer so weitermachen? Ah ne, Kochkurs beendet, okay. Jetzt bräuchten wir noch dieses Ding. Was fehlt hier noch? Gehen wir wegrufen. Anleitung 1. Nicht blind? Das ist doch bestimmt auch hier irgendwo. Ich gehe nochmal kurz rum. Das war... Das hatte ich jetzt... Das habe ich jetzt gefühlt 10-mal untersucht. Das war... okay, das war die dritte Anleitung. Die hatte ich aber auch schon. Okay. Okay, irgendwo muss hier doch noch was sein. Komm schon. Verarsch mich doch nicht. Das hier vielleicht? Ist das vielleicht hier? Ich weiß es nicht. Ich mach mal die Kiste kaputt. Oh! Cool, da sind so HP-Brötchen drin. Oh, Sekunden, da war irgendwas. Untersuchen. Anleitung 1, Herstellung von Ether. Zutaten, ein Potion. Cool. Das kann ich irgendwie kaputt machen. Oder? Kann ich? Oder nicht? Ist ja auch egal. Ich muss ja nicht die Wäscheleine zerstören. Hat ja keiner von uns verlangt, ne? Okay. Untersuchen. Anleitung vollständig. Zutaten hinzugeben und kühlen. Das Experiment beginnt. Potion hinzugetan. Und jetzt kühlen. Anleitung 3 vorhanden. Zusatzexperiment durchgeführt. Ein voller Erfolg. Ether erhalten. Yay! Und das ist jetzt auch abgeschlossen? Ja. Cool. Wir haben gekocht und ein Experiment für, abgeschlossen. Ich meine, so schwer war es jetzt nicht, aber hey. Jetzt will ich nochmal Jane das eine Diva da. Das Dia da zeigen, genau, das Diva. Ein Affe. Toll. Ah. Und Tarzan? Wo sind meine Freunde Rico und Kairi? Hey, ich dachte... Da kommt nur ein Ort in Frage. Junger Mann, wir sind nun schon seit einiger Zeit in diesem Dschungel. Und trotzdem sind wir deinen Freunden noch nicht begegnet. Ich wette, sie sind bei den Gorillas. Tarzan weigert sich aber, uns zu ihnen zu führen. Wahrscheinlich, weil du sehr also klein würdest. Mr. Clayton, Tarzan weigert sich nicht... Dann bring uns schon hin. Bring uns zu den Gorillas. Gorillas. Tarzan tu's nicht. Nicht, wenn dieser Mr. Clayton dabei ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das... Bist du sicher? Tarzan, gehen zu Kerchak. Kerchak? Das muss der Anführer sein. Wunderbar. Ich gehe als Eskorte mit. Muss doch sein. Immerhin ist es im Dschungel ziemlich gefährlich. Oh oh. Ich bin voll dagegen. Oh weh. War da gerade ein Ausrufezeichen? Ich würde auch gerne mitgehen. Aber Gorillas mögen keine Fremden. Je kleiner die Gruppe, desto besser. Dann sollte gerade dieser komische Heini von Dingens wegbleiben, von Jäger. Den wollen die da mit Sicherheit nicht haben. Oh, Strecken. Okay, ich schätze, ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause, denn ich bin müde. Und ich weiß nicht, irgendwie kann ich nicht so viel momentan am Stück aufnehmen. Ich habe das irgendwie ständig, dass ich irgendwie so nach 40 Minuten schon eine Pause brauche. Und wenn ich mir da andere Leute vor Augen führe, die so ein Spiel 2 Stunden am Stück aufnehmen und ich sitze hier und bin nach
40 Minuten so. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Dann schauen wir uns im nächsten Part, beziehungsweise in der nächsten Aufwärmesession mal an, wo die Gorillas sind und was Clayton mit ihnen vorhat. Wobei ich da einen ganz bestimmten Verdacht habe. Eher schießen. Wie auch immer, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios!